und herzlich willkommen zum Mittwochsvideo. Ich hoffe, ich habe im letzten Video Freitag gesagt. Habe ich Freitag oder Mittwoch gesagt? Freitag. Gut. Entschuldigt. Nicht wundern, ich habe gerade hier eine ganz komische Situation. Folgendes. Ich habe Blödsinn angestellt. Können wir es nicht anders formulieren? Ich habe Mist gebaut und ich stehe mit einem Fuß im Overload. Und im Moment bin ich gerade dabei, alles, was mir einfällt, zu tun, um diesen Overload aufzuhalten. Ja, im Moment waren meine zwei Ideen erstens mal, weil ich merke, dass meine Körpertemperatur hochgeht, meinen Körper abzukühlen mit Eisdingern auf dem Arm. Das zweite ist, ich hoffe gerade, dass diese Kreislaufprobleme aufhören, weil ich habe so das Gefühl, dass das miteinander zusammenhängt gerade. Und ja, ich hoffe jetzt, dass ich es irgendwie schaffe, dass wenn ich die Symptome, die man, wenn man so will, wie bei einer Erkältung, wenn man die Symptome irgendwie anfängt zu bearbeiten, nach und nach, dass ich es dann schaffe, vielleicht den Overload aufzuhalten. Oder auch anders formuliert, ihn irgendwie nicht zu kriegen. Also irgendwie ist es auch ein bisschen eine komische Sache, weil ich kann euch nicht sagen, ob es funktionieren wird. Ich habe auf jeden Fall gerade vorher schon mal im Vorhinein ein Video produziert für euch da draußen, dass falls es am Freitag nicht funktioniert, dass ihr mich trotzdem sehen könnt, wenn ihr mögt. Auch so ein bisschen eine komische Geschichte. Autsch, ich krieg Kopfweh. Blöde Sache. Naja, auf jeden Fall. Das ist so fies, wenn man... Also ich weiß, es klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen total komisch oder auch ein bisschen schräg, weil jeder, der schon mal Overload durchgemacht hat, weiß, dass es jetzt nicht unbedingt die Geschichte ist, die man unbedingt haben muss. Aber ich finde auch, es hat eine gute Sache, nämlich kurz danach habe ich immer so diese schwerelose, schwebende Leere im Kopf. Ich weiß, das klingt jetzt total komisch, aber... Ich bin jemand, ich denke jeden Tag so viel nach. Ich grübel und grübel und ich habe ständig Gedankengänge und ich habe manchmal das Gefühl, dass es bei mir wie bei einer Autobahn ist, dass da 5 Spuren gleichzeitig denken. Und manchmal, wenn mir einer schon mal gesagt hat, du kannst keine 2 Dinge gleichzeitig denken, habe ich mir gedacht, stimmt vielleicht, aber ich kann sie so schnell denken, dass du nicht merkst, dass es nicht gleichzeitig war. Und ja, dann habe ich mir manchmal auch einfach nur so diesen Gedanken gehabt, ja, ich fände es manchmal auch schön, einfach mal nichts denken zu müssen. Und so direkt nach dem Overload, die ersten 24 Stunden, ist bei mir wirklich so, dass ich total die gähnende Leere im Kopf habe. Da höre ich auch nicht die eigenen inneren Gedankengänge. Da ist einfach nur dieses Rauschen, so ein schönes, unterschwelliges Rauschen, das dann einfach nur in der Endlosschleife rauscht. Falls die Sätze, die ich jetzt gerade sage, keinen Sinn ergeben, möchte ich ganz kurz nur an Rande erwähnen. Oder besser gesagt, für jeden, der kein Asperger ist und die Situation nicht kennt. Es ist ungefähr so, als ob ihr gerade 3 Flaschen Wodka gesoffen hättet und total dicht seid und dann versucht noch zu denken. Das ist nicht leicht, glaubt mir. Überhaupt, dass ich noch gerade Sätze rauskriege, dafür muss ich mir selbst gerade ganz kurz einen Applaus zukommen lassen. Aber weil ich nicht eingebildet bin, mache ich das jetzt natürlich nicht. Ich meine, ich sag's, aber ich mach's nicht. Ja, also die Sache, die ich ehrlich zugeben muss, was aber auch ist, ich hoffe einfach, dass es wirklich funktioniert, weil ich habe unglaublich Angst vor den Kopfschmerzen danach und allem. Also ist nicht unbedingt so dolle. Ja. Was kann ich euch jetzt als Tipp geben? Macht keine doofen Sachen, wenn ihr wisst, dass die doofen Sachen bei euch einen Overload auslösen können, weil wenn ihr die dann macht und ihr dann denkt, kann ja vielleicht sein, dass es das nicht tut. Doch, tut's. Und wenn ihr dann könnt ihr nur noch versuchen, das aufzuhalten. Und im Moment versuche ich es einfach mit unglaublicher Willensstärke zurückzudrücken. Mit viel, viel Willensstärke gegen Biologie ankämpfen. Ob das funktioniert, da streiten sich ja sehr viele Geister drum. Die einen sagen, man kann mit Willenskraft alles erreichen, was man will. Die anderen sagen, man kann es nicht. Wobei ich mich dann immer frage, die sagen, man kann es erreichen und bei denen es dann trotzdem nicht funktioniert hat, sind es dann Leute, die einfach nicht lang genug die Willenskraft versucht haben? Oder funktioniert es doch nicht? Komme ich nicht umhin, mich zu fragen.
Naja, jetzt, wo ich anfange, schon wieder Gedankengänge zu haben nach dem Motto, was ist wohl in Leos Leckerlis drin und warum sind die Leckerlis, die ich ihm jetzt kaufe, besser als die früheren und sind die, die ich beim Fressnapf gekauft habe, vielleicht doch nicht so gut wie die, die ich vom Däner bekommen habe? Und was macht die Lagerung von den Leckerlis für einen Unterschied? Okay, ich höre auf. Dann, ja, entschuldigt. Entschuldigt. Ich bin abgeschweift. Ich habe es nicht so mit der Konzentration im Moment. Das ist das zweite Ding. Ich sollte mich konzentrieren darauf, die Gedanken darauf zu fokussieren, dass ich es irgendwie schaffe, es kein Overload zu kriegen. Und meine Gedanken sind irgendwie überall und nirgendwo und dazwischen sind sie irgendwie dann auch schon mal abtrünnig irgendwo ans andere Ende der Straße gelangt. Wirklich wahr. Ich habe überlegt, wie die Baustelle am anderen Ende der Straße wohl gerade so ist. Und ob Beton schmeckt. Aber das ist eine ganz komische Frage. ja. Ja, gut. Ich höre jetzt auf, bevor ich noch verwirrendere oder noch verpeiltere Geschichten euch erzähle. Gut, schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr es schon mal geschafft habt, einen Overload aufzuhalten. Meine Mutter hat zu mir gemeint, ich hätte es schon mal geschafft, vor vielen Jahren. Was ich damals gemacht habe, hat sie sich aber blöderweise nicht gemerkt. Shame, Mama. Shame. Shame. Akonitum? Warum sollte ich Akonitum? Was ist Akonitum? Globulis bei Panik und komischen Dingen? Ja, aber das ist ja nicht wie eine Panikattacke, Mama. Das ist ja eher das Gegenteil von einer Panikattacke. Man hat erst diesen blöden Adrenalinstoß, zumindest ich, und danach geht ja dann plötzlich das Adrenalin runter. Und dann geht es wieder hoch und dann wieder runter und dann wieder hoch und dann wieder runter. Das ist wie eine Achterbahn, Ich habe bloß das ohne den erfahren. Spaß. Das ist wie eine Achterbahn. Ohne den Spaß, sagt ein Mädchen, das noch nie Achterbahn gefahren ist. Karussell fahren. Nee, das ist nicht, da muss man ja kübeln. Ich bin ja wirklich. Okay, Leute, ich höre jetzt auf. Es tut mir leid. Ja, meine Mutter hat gerade Akonitum gemeint. Also, falls es einer von euch mal probiert oder ausprobieren möchte oder schon mal probiert hat, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir aber auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben. Ich befürchte, dass es bei mir jetzt bald losgeht, weil ich spüre schon die ersten Anzeichen. Ja. Aber ich drücke weiter. Ich drücke und drücke. Das Prinzip ist drücken, bis der Arzt kommt. Nee, den brauchen wir nicht. Nee, den brauchen wir wirklich nicht. Aber drücken, bis Mutti, bis die, ja. Ich weiß auch nicht. Da gibt es kein Beispiel. Gut, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Habe ich jetzt mein Twitter und Facebook und das mit der E-Mail schon gesagt? Okay, schreibt mir gerne auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an die bell.rieken@outlook.com. Wenn alles gut läuft, sehen wir uns am Freitag wieder. Wenn alles schlecht läuft, sehe ich euch erst wieder am Mittwoch, ihr mich aber am Freitag, weil ich ein Video vorproduziert habe. Mann, bin ich ein Genius. Nein, eigentlich bin ich hier Dumpfbatz, dass ich in so einer Situation zwei Videos versuche zu drehen und mein Kopf eigentlich sich gerade anfühlt wie. Wie ein Schwe Ich habe das Gefühl, mein Gehirn schwebt gerade davon irgendwo. Ja, aber nicht auf die schöne, ich bin High Art, sondern eher auf so diese, ich habe Helium im Kopf mäßig. Okay, ich höre jetzt auf. Bis dann. Ciao.